Jetzt hätten wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Hau ich raus. Weiß nicht, wie ihr fest Bock hier drauf habt. Mach mal. Seid ihr dabei? Okay, sehr cool. Es geht, ich weiß nicht, in Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme die Pflicht. Du nimmst die Pflicht? Okay, gut. Wir haben erste Pflicht. Zeig uns dein letztes Foto auf deinem Handy. Hast du das dabei? Was hast du als letztes für ein Foto gemacht? Okay. Hast du überhaupt ein Foto gemacht? Ja, es ist, ich weiß nicht genau, wie die Meme-Page heißt, Bach2Memes, und es zeigt ein kleines Kind, das von vielen Dinosaurierpuppen bedroht wird, die all die Bedrohungen, die Musiker gerade facen, also alle die Bedrohungen, die MusikerInnen begegnen müssen, die sind in diesen kleinen Plastikdinosauriern dargestellt. Nächste Wahrheit oder Pflicht, wer will? Nimmst du auch die Pflicht? Okay, gut. Klebt dir ein Wassertattoo ins Gesicht. Wir haben eins dabei. Hast du? Machst du das? Klaro. Bist du Tattoo-Fan? Zeig her. Toll, also. Es ist ein Einhorn. Oh, direkt. Das wäre cool. Du musst ja denken, der ist andersrum dann, weil du den so drauflegst. Ja. Der würde dann nach draußen gucken. Kann man probieren, ja. Kann man probieren. Du bist wie so von der sehr, sehr lieben Gang quasi. Ja, genau. Genau. So ein richtiges Gangster-Gesichtstattoo. Cool. Ja, ich bist du bereit? Bist du ich bereit? Bin bereit. Ein Gesichtstattoo. Das wird nie wieder abgehen. Ah. Ist schon soweit? Ja. Hat super funktioniert. Ja. Oh. Ist nicht schlecht tatsächlich. Sieht ein bisschen geil aus. Sieht echt toll aus. Ja, ist cool. Muss mal gerade gucken. Okay, nächste Runde. Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme mal die Wahrheit, mal gucken. Okay. Mit welchem deiner Bandfreunden wirst du nie oder lieber nicht in Urlaub fahren? Lieber nicht ja, in Urlaub fahren. Ja, denk dran, einer ist sehr hübsch jetzt. Ich muss mal überlegen. Wir waren ja natürlich schon viel im Urlaub. Ich würde Chrissy zu Hause lassen. Wieso? Weil der mag es einfach sehr gerne zu Hause auch. Das ist süß. Ja, der ist dann. Henning wäre beleidigt. Chrissy ist dann auch beleidigt, aber ich glaube, der ist dann schnell abgelenkt, weil er zu Hause ist. Wahrheit oder Pflicht? Gib mir die Wahrheit. Wer aus der Band hat den schlimmsten Spitznamen? Aus meiner Sicht hat Chrissy den gemeinsten Spitznamen. Christopher wird manchmal Christopher Kofferlos genannt, weil er einmal in seinem Leben mit einem leeren Gitarrenkoffer gereist ist und dann praktisch die Gitarre irgendwann aufmacht und da war keine Gitarre drin. Das ist irgendwie 9 Jahre her oder 8, 6 Jahre her. Bist dir nie mehr passiert seit dann? Nee. Okay. Wahrheit oder Pflicht? Nochmal die Pflicht. Ändere dein Profilbild auf WhatsApp in eines von so einem Lebensspruch. Weißt du, sei frech, sei mutig. Okay. Machst du das? Ja. Okay. Hast du schon einen? Ich habe ja schon einen guten Spruch. Never don't give up zum Beispiel. Never don't give up ist nicht schlecht. Live your dream. Live your dream. Wahrheit oder Pflicht? Genau. Ich nehme nochmal die Wahrheit. Du nimmst nochmal die Wahrheit. Was ist das Dümmste, für das du je Geld aus der Bandkasse genommen hast? Für was ich je Geld aus der Bandkasse genommen habe? Boah. Ich habe ja nie Geld aus der Bandkasse genommen. Sehr vorbildlich. Was ist das Dümmste, das du je gekauft hast? Ich glaube, wir haben schon richtig dumme Sachen an Raststätten gekauft. Also so Trucker-Accessoires und so. Das ist wirklich. Obwohl, wir hatten mal so eine Kirsche, so ein Blaulicht, was man dann oben drauf setzt. Und dann ist man wichtig. Das darf man natürlich im Straßenverkehr nicht. Nee. Ja. Aber wir sind dann tatsächlich, das war noch zu Anfangszeiten, mit dem Auto mussten wir dann über das Festivalgelände und dann kam diese Kirche zum Einsatz und die haben wir oben drauf gesetzt und dann haben uns alle Platz gemacht und haben komisch geguckt. Aber war nicht das Dümmste, was wir gemacht haben, dass wir Murph Guns gekauft haben irgendwann und dann wurde plötzlich das gesamte Tourleben zu so einem Krieg? Ja, wo dann überall peng, 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 peng und so.